Naja, das war so eine Art Konzept von ihr, dass quasi die Musik, die in ihren Filmen vorkommt, nur aufgrund der Handlung vorkommen soll. Also nicht zugespielt und nichts extra gemacht und so. Das war lange Zeit ihr Konzept und bei Little Joe hat sie erstmals eine Musik eines Komponisten, in dem Fall war das Teiji Ito, genommen. Und das war quasi Änderung ihres Soundkonzepts, so, ne? Dass sie quasi komponierte Musik verwendet. Und für ihren letzten Film, für Club Zero, war dann quasi für sie und für mich auch, das ist dann schon lustig, Premiere, einen eigenen Score zu machen. Also sie kam zu mir mit der Idee, haben, willst du einen eigenen Soundtrack machen für diesen Film? Und ich sagte, ja, okay, das machen wir. Und obwohl du natürlich nie weißt, wie sowas gelingt oder ausgeht oder sonst wie, waren wir, glaube ich, beide der Meinung, das wird eine gute Sache, was es dann letztlich auch geworden ist. Das war relativ am Anfang schon, wo sie begann, ein Drehbuch zu schreiben. Da kam sie schon auf mich zu mit der Idee, das zu mich zu fragen. Sowieso das. Der Soundtrack von Little Joe ist ganz gut angekommen und so. Sie wollte dann aber quasi einen Schritt weiter gehen. So. Also ich glaube, die Idee war von uns beiden schon auch, aber das ist bei ihren Filmen ja grundsätzlich auch so, etwas Neues zu entwerfen, etwas Neues in den Raum zu stellen oder so, was noch nicht da war. Und was die Musik betrifft, war es dann so, also ich habe dann angefangen zu überlegen, okay, welchen Sound kann das haben, in welche Richtung kann das gehen? Ich kannte natürlich die Geschichte, das Drehbuch und so und habe dann mit ihr gesprochen, so wie viel machen wir elektronisch, weil ich mache auch viel elektronische Musik, auch mit meiner Band Artfinger, so arbeite ich viel am Computer und so. Und Jessica war mehr der Meinung, so, es muss ein analoger Sound sein. So. Ich meine, letztlich ist dann eine Mischung rausgekommen, die ich ganz gelungen finde. Ja. So, also wie vorher beschrieben, bei den Tracks 1 und wie auch immer, wie viele Tracks auch immer. Aber es ist immer so eine Mischung aus analog und digital. So, ja. Ja, also schon, das mit dem Asiatischen hat natürlich schon auch damit zu tun, dass einige Instrumente aus Asien stammen. Ja? Also wir hatten ja mit unserer Band so Tourneen durch Vietnam und Sibirien. Also das waren konkret Tourneen, wo ich dann auch Instrumente mitgebracht habe, wo ich mich auch beschäftigt habe mit der regionalen Musik dort. Also vietnamesische Musik, super interessant. Nämlich auch so eine Mischung aus Elektronik und zu so traditionellen Saiteninstrumenten. Und Gu Zheng heißt das Instrument, auf dem ich da eigentlich am meisten gespielt habe. Das ist so ein, keine Ahnung, 1,30 Meter langer Kasten, ja, mit unendlich vielen Saiten drauf. Da habe ich eben mit dem Plektron und auch mit dem Slide-Röhrchen rumgespielt, so. Aber genauso mit dem Spinett. Und das fand ich dann interessant. Auf dem Spinett kannst du quasi auch Töne rausholen, die so klingen, als würde es asiatisch sein, obwohl das natürlich ein klassisch europäisches Instrument ist. Und das war für mich so eine Idee, auch so eine in der Musik so eine Art von Ortlosigkeit zu erzeugen. Ja, also ich wollte, der Film hat ein ziemlich klar Western-Setting, sagen wir mal, europäisch so. Man sieht das, okay, Schule, Schulsystem, sehr europäisch, alles so. Ja. Und ich dachte, da muss vom Sound her was reinkommen, was irgendwie woanders hin zeigt, ja, oder einen anderen Raum aufmacht, so eine andere Richtung. Wollte aber, Stichwort asiatisch, das nicht unbedingt verorten, wo sich das abspielt. Ja. Na klar, wenn ich jetzt natürlich Instrumente verwende aus Vietnam, deutet das eben nach Osten so, ja, vom Sound her sicher. Naja, es ist einiges an Trommeln dabei, so, ne? Also, wenn du einen Film kennst, so im letzten Teil, das finde ich dann wirklich wunderschön auch gelöst von der Mischung her, gibt es eine ziemlich lange Phase im Film, wo Sprechen und Trommeln zugleich stattfindet. Und das ist etwas, was mich sehr
Also was meine grundsätzliche Art des Schlagzeugspiels irgendwie repräsentiert, weil ich denn das immer das in Connects mit Sprache sehe. Ja? Also ich komme quasi vom Hip-Hop, so sagen wir 80er Jahre mäßig, so damals nannte man das noch Rap, wo quasi Percussion und rhythmisches Sprechen, Singen so eins war. Ja? Das ist etwas, was mich seit damals fasziniert. So, ja? Und dass ich als Schlagzeuger jetzt da mehr Schlagzeug einsetze, das ist nicht unbedingt so der Fall, weil ich, wie gesagt, auch für unsere Band Artwinger viel am Computer produziere und mich mit allen möglichen Sounds beschäftige. Also nicht nur mit den Rhythmen natürlich, sondern auch mit Bläser-Sounds, mit Synthesizer-Sounds, mit Seiteninstrumenten-Sounds, allen möglichen Sounds. Ja. Also ich bin zwar sozusagen auf der Bühne Schlagzeuger, aber abseits der Bühne beschäftige ich mich mit allen möglichen Arten von Sound. Ja. Ja, das war so, dass ich hatte quasi so ein paar Skizzen gemacht vor dem Dreh, so aufgrund des Drehbuchs und aufgrund unserer Gespräche, in welche Richtung soll das gehen. So. Das war quasi so eine Art, mal so ein Frame, denn so ein ungefährer Frame, in welche Richtung kann die Musik gehen. Das hat sie quasi vor dem Dreh auch schon bewusst gehört und das hat vielleicht auch schon eine gewisse Stimmung auch beim Dreh vor, weiß ich nicht, ja. Aber das meiste ist eben doch erst während des Schnitts entstanden. So, ja. Das war für mich und auch für sie etwas, nachdem wir beide das zum ersten Mal machten, eine Erfahrung, wie arbeitet man an sowas? So, ja. Also wie viel kann man vorher machen vor dem Dreh? Hat das überhaupt Sinn? Oder vor dem Schnitt? Weil natürlich geht es darum, wie ist die Visualität, wie ist das Tempo des Films, wie ist er geschnitten, wie ist das Verhältnis zur Sprache und so weiter. Ja, es spielen so viele Parameter eine Rolle und die Musik muss natürlich in dem Kontext zu allen übrigen Parametern auch funktionieren. Ja. Und dazu kann man eben sagen, dass quasi die Hauptarbeit quasi so während des Schnittprozesses passiert ist, also die musikalische. Ne? Intro- und Outro-Song ist eigentlich schon vor dem Dreh fertig gewesen, ja? Mit dem der Film beginnt und mit dem der Film endet. Das war ein Stück, das war einmal, da haben wir sogar eben die Schauspielerinnen aufgenommen in London und so. Die haben die Chöre, den Chor da drauf gesungen, das war fertig. Und bei den anderen Stücken, da gab es ein paar Skizzen von vor dem Dreh, die wurden dann noch verändert, bearbeitet. Und dann gab es natürlich noch viele Dinge, die sozusagen während dem Dreh entstanden sind. Also ich kann das jetzt, sagen wir mal, prozentuell würde ich sagen, keine Ahnung, vielleicht ein Drittel ist vor dem Dreh entstanden und zwei Drittel danach, so ungefähr. Ja. Und wir haben das dann auch so Step by Step gemacht. Das heißt, ich war im Schneideraum, wir haben entschieden, für welche Szene wird Musik gebraucht, welche Art von Musik kann da kommen. Dann habe ich quasi auf meine, einerseits auf die Skizzen zurückgegriffen, andererseits neue Sachen gemacht. So. Wir haben uns das angehört, dann entschieden, okay, für welche Szene können wir welchen Track verwenden. So. Haben das mal hingelegt, dann wieder gesagt, okay, da müsste aber noch ein Harmoniewechsel reinkommen, damit das irgendwie noch besser funktioniert. So. Also so haben wir uns dann Schritt für Schritt weiter gehandelt oder ja, weitergemacht. So. Naja, die Idee von Jessica für die Filmmusik ist die, dass es nicht eine dekorative und so eine Hintergrundplätschermusik ist, sondern dass die sehr präsent ist und so, wie du es formulierst, das eigener Charakter im Film vorkommt. So, ja. Und mein Job war jetzt quasi mal den Style und die Musik zu machen. Der Job, wie das im Verhältnis zu den restlichen Sounds und zu den Stimmen steht, das war quasi wieder der Job von Jessica und der Cutterin, beziehungsweise dann den Tonleuten, die quasi dann auch das Verhältnis reingemischt haben, wobei ich da dann schon auch dabei war wiederum. Aber sagen wir mal, ich glaube, das ist auch schon ungewöhnlich im Verhältnis zu anderen Filmen, dass in diesem Film, und das wollte die Jessica auch so, der Soundtrack eben quasi wirklich, wie du es schön formuliert hast, als quasi unsichtbarer oder akustischer Schauspieler oder Schauspielerin agieren kann, ja.
Wenn sie gut ist, schon. Also ich finde... Wir hören jetzt auch keine Musik, während wir uns unterhalten, so spannende Musik. Die gibt es ja, ja nicht im echten Leben als Kommentar. Naja, ich hätte natürlich jetzt für dieses Interview eine eigene, einen eigenen Soundtrack komponieren können, den wir hier so nebenbei so mitlaufen lassen und so. Nee, aber ich finde es schon... aber kennt man doch, oder? Du schaust, wir schauen auch irre viele Filme und du schaust Filme und es gibt Filme, deren Soundtrack dir irgendwie hängen bleibt oder deren Bedeutung bekommt, so, ja? Zusätzlich zu dem, was sonst in dem Film passiert. Und sowas spricht natürlich dann schon dafür, dass ein Soundtrack, wenn er gut gemacht ist, wenn er auch gut kontextualisiert ist mit dem Film, dass der dann schon auch eine Relevanz haben kann, so, ne? Also drum glaube ich, ich meine, ein Konzept für einen Film, der überhaupt keinen Soundtrack verwendet, wenn das sozusagen auch wieder kontextmäßig den richtigen Sinn ergibt, auch gut natürlich. Ja. Keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Also da jetzt ein Beispiel zu sagen, fällt mir schwer. Weil ich sehe so viele Filme und bei manchen bleibt mir eine Filmmusik hängen oder auch gewisse Sounds oder so, eine Soundidee oder und bei anderen nicht. Aber ich, sorry, da könnte ich dir jetzt kein Beispiel nennen. Das wäre auch, weil würde ich, jetzt, ich wenn ich 100 Beispiele nennen könnte, wäre es gerecht. Ja? Aber wenn ich jetzt ein oder zwei nennen würde, das wäre ungerecht gegenüber den nicht erwähnten. Nee, kann man nicht machen. Naja, aber so ist es ja nicht. Also ich bin ja quasi, als ich 6 Jahre alt war, schon in den Gitarrenunterricht geschickt worden und habe dann schon mit 8 oder 9 schon Barockkonzerte gespielt. Also so, keine Ahnung, so Stücke von mit 5b und Quatsch und so, was für mich in dem Alter und so völlig unsinnig erschienen ist. So. Aber sagen wir mal, ich beschäftige mich schon seit 50, 55 Jahren damit, mit Musik zu machen, also in jeglichen Formen so. Ja. Und für mich ist das auch eine bewusste Art, mit Musik umzugehen, beziehungsweise meine Haltung, wie das da von der Jury formuliert wurde, dass das irgendwie rough und tough ist und so, das entspricht mir total. Also das ist genau mein Ansatz, Musik zu machen. So. Was nicht heißt, dass ich mich nicht mit allen möglichen Formen des Musizierens schon beschäftigt habe. So, ja. Ja, ich meine, du bist ja ständig in der Lehre, so gesehen, so, ja, als Künstler. Und für mich gibt es keine, sagen wir mal, prägenden Lehrer oder so, außer mich selbst. Und jeder Film, den du dir ansiehst und wenn du auf die Filmmusik achtest, ist sozusagen wieder ein neues Lehrstück oder gibt dir wieder einen neuen Input. Ja? Also so gesehen, das hört nie auf. Ja? Und natürlich reagiere ich mit meiner Arbeit auf die Umgebung, die ich kenne oder sagen wir mal Filme, Filmmusik, so klar, da setze ich mich in eine Relation dazu so, und versuche eben etwas zu machen, wo ich das Gefühl habe, das wäre fresh, das wäre ein neuer Aspekt, das wäre eine neue Idee dafür. So. Ja, alle. Alle. Ich spiele alle. Ich spiele das Cousin, ich spiele die Tepchur, heißt das sibirische Ding, ich spiele das Spinett, ich spiele die Trommeln. Ich singe die meisten Chöre, also dieser Gesang der Kinder ist nur bei einem, die anderen Chöre habe ich auch selber alle eingesungen. Bin ja auch Sänger, quasi so professionell und so, mit Atwinger singe ich ja viel. Also ja, das für mich ist das sozusagen die Idee, der Sound, das Spielen, der Umgang mit den Instrumenten, das habe ich auch gelernt auf unseren Atwinger-Tourneen, wenn wir in Sibirien, in Vietnam, in Mexiko spielen, da geht es in Wirklichkeit darum fürs Publikum, dass die sehen, wie gehst du mit den Instrumenten um, weil den Text können sie nicht verstehen, sie wissen nicht, was du da dahin quatschst, ja? Ist auch völlig egal, sie merken die Haltung, die du hast am Umgang mit dem Instrument, so. Also das ist für mich alles eins, so quasi die, keine Ahnung, auch eine politische Haltung, eine kulturelle Zugangsweise so, oder eine Auflösung einer kulturellen Zugangsweise und so weiter. Das ist etwas, was man, glaube ich, immer hört. So, ja.
Ja, ja, gab es schon. Also wurde von Anfang an sehr auffällig oft erwähnt, so der Soundtrack. Haben wir super Feedback bekommen, so. Und das Interessante ist, es gibt ja auf den Filmfestivals, also von Cannes angefangen, eigentlich, es gibt keine Auszeichnung für Musik. Ja. Das ist eher so, du bist darauf angewiesen, dass das Publikum oder irgendwelche Leute sagen, hey, super Musik, okay, dankeschön. Und dann kam es dazu, bei zwei Festivals, so europäische Festivals, eins in Serbien, eins in Spanien, hatten quasi, da hatte die Jury, obwohl das gar nicht vorgesehen war, eine Special Mention für den Soundtrack von Club Zero erwähnt und hatten das dann bei ihren Award Ceremonies extra nochmal hervorgehoben und so. Ne? Das kam für mich dann zwar als überraschend, den europäischen Filmpreis für diesen Soundtrack zu bekommen, weil wenn ich mir die Filme anschaue, und wir haben uns ja diese Filme angeschaut, die heuer in der Auswahl waren, dann ist das schon sehr hohe Qualität, finde ich so. Und da jetzt nochmal honoriert zu werden für diesen Soundtrack, finde ich schon toll irgendwie. Also das hat mich schon sehr gefreut. Oder Club Zero Sound. Naja, so, ja. Das war natürlich jetzt der Gag, dass du quasi bei einem Club Sound denkst du natürlich an eine Disco. Ja? Und das war natürlich jetzt so ein bisschen der Gag in dieser Wortfolge, dass du hier denken könntest, okay, du hörst einen Soundtrack von irgendeinem Club oder so. Ne? Kann ich nicht sagen. Ich war auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Jahr lang ziemlich intensiv mit der ganzen Geschichte beschäftigt. Ich kann das jetzt nicht in Länge sagen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel Spuren und Spuren und Spuren nur von Trommeln allein mal aufgenommen. So. Hab dann die kombiniert, hab dann rumgeschnitten, dann nach dem sozusagen Vergleich mit dem oder Anpassung zum Film im Schneiderraum wieder geändert und so. Also es war unglaublich viel Arbeit, aber es geht mir bei meinen anderen Projekten auch so, wo ich ein Buch schreibe oder ein Album mache mit Atwinger, man taucht dann in so eine Welt ein und da drinnen agierst du dann. Und das ist quasi ein uferloses Ding mal so, bis es am Schluss zu einem fertigen Ergebnis kommt. Hatten wir tatsächlich natürlich so, da wäre Musik schön, welche Musik wäre da schön, welcher Sound wäre da schön, welche Richtung soll er gehen und so weiter. Aber wir haben schon festgestellt, dass wir da sehr gut zusammenarbeiten können. Also es gab Disput, sagen wir so, oder wie nennt man das, Auseinandersetzung, verschiedene Meinungen, aber es gab nie Streit, es gab nie ungute Situationen, Blockade oder sonst was, ja, Eskalation, sondern es kam immer quasi eine produktive Geschichte raus, so, ja. Naja, weil das ein Projekt von mir ist. Also ich mache ja abseits von Atwinger, wie gesagt, diese und jene Projekte und mache ja auch auf den Atwinger-Alben die Hälfte ganz allein, nur elektronisch so. Also das war für mich dann oder auch für ihn eine übliche Sache so. Ah, okay, weil ich dachte mir, okay, sie arbeiten so lange zusammen, warum spielt jetzt er nicht da vielleicht mit oder sowas? Na, aber wie gesagt, ich bin ja nicht nur Atwinger, ja. Da gibt es noch genug andere Projekte, die ich mache. Also ich würde bei einer nächsten Filmmusik, hängt natürlich von der Geschichte, vom Projekt ab, von allen möglichen Faktoren. Aber für mich ist es so, wie bei dieser Filmmusik, wird es auch, falls es zu einem nächsten Projekt kommt, auch wieder darum gehen, etwas zu machen, was fresh, neu und ungehört, bislang ungehört ist. Also das ist etwas, was für mich künstlerisch immer irgendwie so die Utopie ist oder der Antrieb ist, etwas zu machen, was ich selber gern hören würde, was aber noch nicht existiert, also mache ich es. Ich habe schon ein Angebot von Jessica Hausner tatsächlich für den nächsten Film wieder. Das wirst du wahrscheinlich dann auch machen. Den Soundtrack zu machen, ja genau, sehr gerne sogar. Und sonst, ja, schauen wir mal, heute ist die Preisverleihung und bin offen für jegliches Angebot, mal darüber zu quatschen. Freue mich, wenn da was kommt. Also denkst du schon, Filmmusik könnte dann ein neues Standbein werden für dich?
Könnte durchaus sein, würde mich freuen, ja. Naja, also ich finde es ein Witz. Also ich find, die haben ein, was, weißt du, haben die für einen Jahresgewinn 2-3 Milliarden, sonst was, die sollen ihren Jahresgewinn gefälligst an die KünstlerInnen verteilen, die ihnen da die Musik zuspielen. Also alles andere, dass quasi wir alle unsere Musik da reinstellen, damit die Milliardengewinne machen, die sie dann nicht verteilen, das halte ich für absolut unfair und unmöglich eigentlich. Also, nächstes Buch ist mehr oder weniger fertig. Ich gehe am Montag, weil der Verlag ja hier ist in Berlin, zum Verbrecherverlag, und dann verhandeln wir da mal drüber, wie es mit einer neuen Veröffentlichung aussieht diesbezüglich. Dann haben wir noch, sind wir jetzt schon ein bisschen am Start mit Atwinger neuen Songs irgendwie. Ja, und dann ja, schauen wir mal, was filmmusikmäßig noch daherkommt.